Als Strafarbeit. So. Ich möchte Planung haben. Einen gezeichneten Plan. So. Ist nicht symmetrisch, sehe ich gerade. Hier fehlt noch was. Jetzt ist symmetrisch. Jetzt ist hier voll dunkel drunter, voll creepy. Hier kann man halt, man kann halt noch einen Keller hier rausmachen. Und eine Steampunk-Stadt kann auch unterirdisch sein. Das wäre auch voll geil. So finde ich den, glaube ich, zu dünn, oder? Der kann ja oben dick sein. Finde ich den so zu dünn? Wir den einen breiter machen. In alle Richtungen. Moment, alle in alle Richtungen. Das wäre. So. Eben, Kanalisation ist auch so Steampunk und das ist alles, kann man alles noch benutzen. Nee, nicht den Turm aller Ricky. Den Turm von Ricky habe ich gesehen, der war ja... Ich habe erst gedacht, was ist denn da gespawnt? Franz will eine Kanalisation bauen. Okay, cool. Ah nein, Moment, den habe ich schon. Nee, habe ich nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, aber tierisch. Überhaupt nicht mehr asynchron, nee, Moment, das ist ein falsches Wort. Moment. Asymmetrisch ist es jetzt total. Moment. Ich glaube, hier muss jetzt noch eine Reihe hin. Ich bin verwirrt. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Moment, das muss weg, das verwirrt mich. Wie schön, dass die Musik gerade so passt. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Dann zwei nach da. Lücke. So. Dann nach da. Richtig. Richtig. So, jetzt ist, jetzt passt's. Nein, überhaupt nicht. Oh Gott. Jetzt passt's, oder? Aber so ist der zu dick! Oder? Was sagt ihr? Ein dünner? Ein dünner machen? Ist der zu dick? Ich will jetzt auch nicht so einen Wemser hier hinstellen. So auf dünner wäre ja so. Ich stelle das jetzt mal nur grob hin. Kann man innen noch was machen? Ja, aber...
Lass das so, nimm das mal als Fundament. Das kann man machen. Erstmal. So, Freunde der Nacht. Wie machen wir das denn jetzt mit dem Turm? Ich habe Angst zu bauen. Die können alle so schön bauen. Da guckt ihr allein das Tor an. Das ist viel hübsch. Viel hübsch. Ich werde auf jeden Fall diese Stangen benutzen. Carpenter Shit. Moment, wir müssen mal eben holen. Moment, ich muss jetzt erstmal Kisten irgendwo hinstellen. Ich habe Kisten irgendwo. Hier. Wo ich mein Stuff reinräumen kann. Wieso ging das jetzt? Ach, weil der Kompass wieder da war. So. Ah. Ich fühle mich so leicht. Aus dem Tor soll mal das Rathaus werden. Cool. Warte mal, Futterkiste nehme ich auch mit. Und die Möhrchen. Habe ich schon mal was zu mümmeln? So. Sehr schön. Das Bett schon mal runter, weil es wird gleich wieder dunkel. Ich wollte Carpenters Block holen. So, das war ja der Grund, warum ich zurückgegangen bin. Das sind Lampen, okay. Nee, sind das Lampen? Jetzt müsste Glowstone sein. Da müde Glowstone sein. Ich kann mal eben mein Bett hier hinstellen. Dann spawn ich hier, wenn ich sterbe. Carpenters Collapsible Blocks, was sind das denn? Die kenne ich nicht. Garage Doors, nice. Da brauche ich nicht so viele von. Factory Blocks, ja, nehmen wir auch nochmal was mit. Was ist das? Gold Plated, aber das sind einfach nur Geschisselte, oder? Aber das ist geil. Habe das Safe, okay. Oh, es ist Nacht. Au, dass ich mal Schaden bekomme, wenn ich pennen gehe. Da ist noch Holz drin. Okay, dann müsste ich erstmal ein paar Sachen haben. Hau ab! Über die Raupenplage, ey. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben viel. Ach, fucking Kompass. Back doch nicht rum. Jetzt muss ich echt mal googeln. Steampunk. Ich will es nicht nachbauen, aber ich will Inspiration. Steampunk Tower. Kommt der her? So. Hier ist so ein fliegender Turm. Auch crazy. Der hat noch so ein Windrad dran. Ah, ich trau mich da gar nicht, den ersten Block zu setzen. Ich kann sowas doch nicht. Wir können ja erstmal grob an. Ach, wenn ich jetzt wieder sage, ich fange grob an, sieht das am Ende eh wieder hässlich aus. Moment. Ich mache erstmal die Ecken. Ich setze mir jetzt erstmal die Ecken, damit ich weiß, wie breit der werden soll. Ich glaube, der ist mir zu dünn. Ich glaube, der muss nach hinten hin doch ein bisschen. Weil der ist breiter, als er lang ist. Oder halt länger, als er breit ist. Ich glaube, wir müssen nach hinten hin doch noch ein bisschen breiter werden.
Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da fehlen zwei Reihen. Können wir eigentlich auch noch machen. Geh mal weg, Bäumchen. So. Baue ich mal nochmal weg. So. Okay, warte mal. Wir müssen zwei breiter werden. Das heißt, zack. Zack. So. Nein. Das heißt, so müssen wir auch breit. Okay. Das müsste so jetzt stimmen. Oder? Eigentlich schon, ne? So, der auch. Ja, besser. Besser. Okay, die Ecken machen wir vielleicht, wie sehen die denn aus? Wie sieht das aus in Kombination? Müssen wir erstmal gucken, wie wir die jetzt bauen. Ja. Gut geschätzt. Oder wir setzen mit dem Golddingern nur so Akzente mit so den Carpenters-Blöcken. Muss ich auch mal gucken. Ich weiß noch nicht, woraus die Ecken werden. Ich weiß es noch nicht. Sieht schon, die Blöcke an sich sind schon cool. Haben wir auch dunkle Steine irgendwie? Ah, die bauen alle mit den hellen Steinen hier, ne? Dann ist das natürlich doof, wenn ich jetzt mit hellen Steinen anfangen würde. Dunkle Steine. Was, hab ich das gesagt? Ich weiß gerade nicht. Ich kann nicht mehr reden. Schon sind die Äpfel weg. Erdbeeren geben nicht so viel. Erdnüsse auch nicht. Nix gibt so viel. Na, hauen wir uns Erdbeeren rein. Nom nom. Hier wäre die Tür. So. Nein. Muss jetzt erstmal ganz stumpf alles grob bauen hier. Ich würde sagen, hier wäre auch eine Tür, oder? Hier wäre ein Fenster. Ah, warte mal, das ist eigentlich auch eine geile Idee, wenn ich die Tür... Kriege ich die Carpenter so hin, dass die schräg gehen? Oh, das wäre so geil. Muss man mal gucken. So. Oh, shit. Jo, schmeiß weg den Kompass. Das macht er übrigens automatisch, sobald man auf Sortieren geht. Dann hat er den Kompass in der Hand hier. Ich drücke jetzt Sortieren. Zack, hat er den Kompass in der Hand. Und dann schmeißt er den meistens weg. So.